Du, Gust, schon mal schön, wie der da spielt. Ja, gell, okay. Muss ich schon noch sagen. Er hat, glaube ich, schon ein paar andere mitgebracht. Meinst du, man auch mal fragen? Ja, komm. Du spielst doch schon seit 4 Jahren in der Musik, zeig nach. Naja. Könntest du uns nicht alles Musik machen beibringen? Ja, gut. Aber Bursche, der wird dann auch fleissig geübt. Ja. Wenn ihr dann etwas könnt, könnt ihr auch zeig nach in die Musik kommen. Also ehrlich gesagt, wir kennen doch noch ein paar andere Leute in Muehlen, die gerne zusammen Musik machen würden. Die Musikgesellschaft Muehlen wird offiziell am 26. Juni 1923 gegründet. Von den 7 Gründungsmitgliedern übernimmt Johann Wittmer, der eigentliche Gründungsvater und Initiator vom Verein, die musikalische Leitung. Erster Präsident vom Verein wird Otto Edelmann. Der erste offizielle Auftritt findet im Hetzensberg statt. Kameraden, Chance muss man nutzen. Wir haben die einzigartige Gelegenheit, die alte Uniform der Amrenschwiler für einen Vorzugspreis von nur 20 Franken zu kaufen. Es sind 32 Uniformen. Da gibt 640 Franken. Das ist viel Geld, ich weiß. Unsere Vereinskasse kann das natürlich nicht übernehmen. Mein Vorschlag ist darum der folgende. Jeder zahlt seine Uniform aus dem eigenen Sack. Und für die restlichen Uniformen machen wir Kollekte im Dorf. Wer dafür ist, soll die Hand aufheben. Motiviert durch die erste eigene Uniform mit dem neuen Dirigent Arnold Weber und dem neuen Präsident Eugen Eigenmann, startet die Musikgesellschaft Muehlen 1928 das erste Mal an einem kantonalen Musikfest. Mit Lorbeer behängt dürfen die 18 Männer mit der Bahn den Highway aus Wattwil antreten und werden vom ganzen Dorf empfangen. Der grosse Aufwand im Jahr 1928 mit 137 Proben, 8 Ständchen, 5 kirchlichen Feiern und 3 Konzerten hat sich gelohnt. In den 1930er Jahren absolviert die Musik Muehlen nebst den üblichen Jahreskonzerten und Sommerfesten jeweils Kreismusiktage in der Umgebung. Auch das zweite kantonale Musikfest in Gossau 1934 wird absolviert. Zum ersten Mal geht die Musik zudem auch auf Musikreise. 1931 geht es auf den Klausenpass und 1937 mit dem neuen Präsident Heinrich Kaufmann ins Engadin. Gegen Ende der 30er Jahre zeichnen aber dunkle Wolken auf. Ja, geschätzte Musikgesellschaft, wir haben schwierige Zeiten. Maul und Klauenseuch hat uns voll im Griff. Wir müssen alles daran setzen, dass wir die Ausbreitung dieser Krankheit verhindern können. Und ich muss leider mitteilen, ihr könnt nicht an Kreismusiktag im Berg. Und die Proben sind jetzt auch sofort gestrichen. Kurz nach der überstandenen Seuche im Stall wird es noch schlimmer. Just im Moment vom Aufräumen vom erfolgreichen Wiesenfest 1939 beim Schulhaus wird Generalmobilmachung ausgerufen. Der Vereinsbetrieb kommt für ein paar Jahre fast zum Stillstand. 1941 wird der Johann Wittmer zum zweiten Mal Dirigent von der MGM und bleibt das für ganze 32 Jahre. Aber erst im Frühling 1943 darf er das erste Jahreskonzert dirigieren und erst mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 kann das Vereinsschiff von der MGM wieder Fahrt aufnehmen. 1947 leistet sich die Musik Muehlen zum zweiten Mal eine Uniform. Für einen Stückpreis von 303 Franken werden neue Uniformen gekauft. Bei der Qualität nimmt man es ganz genau. Für 67 Franken wird bei der EMPA in St. Gallen eine Stoffqualitätsanalyse in Auftrag gegeben. Das erste Mal präsentiert wird die Uniform am 3. St. Galler Kantonalmusikfest in Gossau. Und bald darauf ab gibt es noch mehr Grund, um die Uniform führen zu nehmen. Geschätzte Mitglieder, der Vorstand stellt den Antrag an den Verein zum 25-Jahr-Jubiläum der Musikgesellschaft Muehlen ein grosses Freilichtspiel aufzuführen. Im Juni 1948 wird Muehlen überregional bekannt.
Das Freilichtfestspiel «Unsere Dorfmusik» mit rund 180 Mitwirkenden lockt zur Feier vom 25-Jahr-Jubiläum der MGM Tausende von Zuschauern auf Muhlen. Es gibt extra Züge nach St. Gallen und extra Postautoverbindungen auf Amuswil, Romanshorn, Arbon, Waldkirch und Bischofzell. Die 50er Jahre sind die florierende Zeit für die Musik Muhlen. 1953 findet zum ersten Mal der Kreismusiktag in Muhlen statt und es wird erneut ein grosses Freilichtspiel mit dem Titel «Der Lebensweg» mit über 220 Mitwirkenden zum 30-Jahr-Jubiläum auf die Beine gestellt. Auch an der Fasnacht ist die MGM unterwegs und als einziger Verein aus der Region nimmt Muhlen am Eidgenössischen Musikfest 1957 in Zürich teil und holt dort mit der Bewertung vorzüglich einen Goldlorbeerkranz. Das gute Resultat hat sicher auch mit dem professionellen Auftritt dort zu tun. Was machst du da? Am 5. Mai 1957 ist Fahnenwein von der ersten Fahne von der Musikgesellschaft Muhlen. Die muss noch etwas ein eingelaufen werden, dass es dann klappt, wenn es so weit ist. In den 1960er Jahren kommt die MGM zu ihrem 5. und 6. Präsidenten. 1960 übernimmt der Josef Meili für ein Jahr. Ab 1961 steht der Josef Schläfli im Verein vor, und zwar bis ins Jahr 1980. 1963 gibt es die dritte Uniform für die MGM. Der Erlös vom Fest zur Neuuniformierung wird von der Musik an den Bau vom Adlersaal gespendet. Die neue Uniform gibt Motivation. 1965 geht es zuerst als Gast ans Thurgauer Kantonalmusikfest und dann gerade ans St. Galler Kantonale. Die MGM holt Rang 2 und 1 im Selbstwahlstück und zweimal Rang 1 in der Marschmusik. Und das trotz nicht idealer Vorbereitung. Jetzt kommt Muhlen hier. Hat jetzt der Dirigent echt einen Spielwechsel verpasst? Ja, hast du auch gehört, ja. Wie langsam sind sie auch. Tempo 108 und gerade mal 65 cm Schritte. Aber spielen tun sie eigentlich noch schön. Allerdings. Etwas vom Besten, was ich bis jetzt gehört habe am Kreismusiktag Zandwil. Aber schreib unbedingt in den Jurybericht rein, die sollen sich von einem Gönner neue Ginelle besorgen lassen. Die Alten scheppern ja wie so Pfannendeckel. Mit zunehmendem Alter besteht nicht nur am Schlagzeug Bedarf für neues Material. Im Jahr 1970 gibt es darum eine neue Instrumentierung. Für 20'000 Franken gibt es 3 Bässe, 4 Euphonien, 6 Hörner, eine Posaune und ein Flügelhorn. Mit diesen neuen Instrumenten wird das kantonale Musikfest in St. Gallen in Angriff genommen. Und ein Jahr später findet zum zweiten Mal der Fürstenländische Kreismusiktag in Muhlen statt. Am 1. Oktober 1973 gibt der Hanni Wittmer die Leitung der MGM nach sage und schreibe 32 Jahre ab. Das 50-Jahr-Jubiläum der MGM schließt die Ära ab und der Werner Mucherberger übernimmt das Zepter als Dirigent. Eine neue Ära gibt es aber auch sonst bei der MGM. Marian, weißt du, wie froh bin ich, dass es die auch gibt? Sag's nicht, Maria. Als erste Frau in der Musikgesellschaft bin ich gerade ein bisschen nervös aufs erste Jahreskonzert. Aber wir haben genau die richtige Zeit ausgelesen, um mit Musik einzutreten. Nächstes Jahr gehen wir mit der MGM auf Vereinsreise ins Elsass. Und im Sommer kommt die neue Uniform. Dann gibt es endlich auch eine für uns Frauen. 1980 wird der Josef Giermann 7. Präsident der MGM. 80er Jahre sind generell eine sehr erfolgreiche Zeit für die Musik Muhlen. Unter der Leitung von Werner Mucherberger werden mehrere Festzüge in der Marschmusik an umliegenden Kreismusiktagen eingefahren. Und die Unterhaltungsprogramme werden moderner. Und es kommt noch besser. 1985 übernimmt der Alex Helfenberger das Präsidium und der Markus Dimmler die musikalische Leitung der MGM. Das Führungsduo bringt die MGM als eidgenössische Musikfest 1986 in Winterthur. Und dort passiert Folgendes. Liebe Musikantinnen und Musikanten, als Präsident vom Schweizerischen Blasmusikverband freut es mich hier, am eidgenössischen Musikfest in Winterthur
den Festsieger in der Kategorie Marschmusik zu verkünden. Beste von allen teilnehmenden Musikvereinen und damit Schweizer Meister in der Marschmusik mit 97 von 100 Punkten ist die Musikgesellschaft Muhlen. Herzliche Gratulation! 1990 gastiert zum dritten Mal der Kreis Fürstenland am Kreismusiktag in Muhlen. Zusammen mit dem TSV Muhlen organisiert die MGM ein grosses Fest mit dem Klavierduo Jay und Ray als Highlight am Abend. Bereits 1993 gibt es ein erstes grosses Fest. Die MGM feiert Neuinstrumentierung. Kurz vorher hat Josef Ebischer als 9. Dirigent übernommen. Er bleibt bis nach dem Eidgenössischen 1996 in Interlaken, wo die Musikgesellschaft Muhlen zum ersten Mal in der 2. Stärkeklasse antritt. Ab 1997 steht MGM unter der Leitung von Kurt Hartmann. Präsident ist ab 1994 der Sepp Germann. Im Jahr 2000 leistet sich die Musikgesellschaft Muhlen zum 5. Mal eine neue Uniform. Die hat bis heute Bestand. Ein Jahr später wird die Jugendausbildung professionalisiert. Zusammen mit dem Nachbarverein werden die Jungphilharmoniker Muhlen Heggenschwil gegründet. Die Leitung der Jungen übernimmt für ganze 20 Jahre den Dominik Sager. 2007, nach 50 Jahren Dienst, wird unter dem frisch gewählten neuen Präsident Christoph Blessing die erste MGM-Fahne in Pension geschickt und die neue, heute noch aktuell Vereinsfahne eingeweiht. Viele junge Musikanten bringen frischen Wind in die MGM. Die Literatur wird moderner und passend dazu kommt auch die Leitung der MGM ein junges Gesicht über. Ab 2008 übernimmt der Vivian Domangeau den Dirigentenstab. 2012 findet unter dem Festnamen Krog 9313 der bisher letzte Kreismusiktag in Muhlen statt. Im gleichen Jahr wird auch der mittlerweile legendäre MGM Lotto-Match als zusätzlicher Fixpunkt im Vereinsjahr zum ersten Mal ins Leben gerufen. 2013 übernimmt der Felix Sager als 11. Präsident der Vereinsgeschichte das Präsidium der MGM. Und das bis heute. Die MGM ist ein regelmäßiger Teilnehmer an Kreismusiktagen, kantonalen und auch eidgenössischen Musikfesten, so zum Beispiel 2011 in St. Gallen oder 2016 in Montreux. Geleitet wird das Orchester nach einem Projektdirigat ab 2017 bis 2019 vom Jakob Wickli, bevor im Jahr 2019 der heutige Dirigent Christian Sutter das Score übernimmt. Ja, und heute? Heute ist die Musikgesellschaft Muhlen 100 Jahre alt und gesund wie nie. Mit 48 Aktivmitgliedern und rund 20 Jugendmusikanten dürfen wir heute Geburtstag feiern. Als aktiver Dorfverein, wo jedermann offen steht, leistet mir einen schönen Beitrag zum kulturellen Leben und bietet vielen Musikbegeisterten eine sinnvolle Freizeitaktivität. Seit 100 Jahren dürfen wir auf die Unterstützung der lokalen Behörden, weltlichen und kirchlichen Körperschaften zählen und haben ein treues Publikum, das uns mit Applaus und freiwilligen Zuwendungen unterstützt. Dafür möchten wir euch allen auch einmal Danke sagen. Wir hoffen fest, dass unser Verein uns und euch auch in den nächsten 100 Jahren gleich Freude bereitet wie bis jetzt.